So Freunde, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht's wieder weiter mit The Survivalists. Wir müssen nochmal mit den richtigen Materialien zum Schiff, um die Reparatur fortzusetzen. Und die nächsten Anforderungen wollen natürlich auch erfüllt werden. Die stellen sich als ein bisschen zeitaufwendig heraus und führen uns mal wieder auf die Metallinsel. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Ich hab nicht aufgepasst. Reichen 24... Wir probieren's. Ich verfluche dieses Spiel, wenn es nicht reicht. Ich schwör's euch. Da stellt euch mal vor, ihr baut dann ein Floß, um von Insel zu Insel zu fahren oder vielleicht auch wieder ganz heim oder was auch immer. Und da tummeln sich dann Affen mit euch auf dem Floß. So bis zu 20 Stück. Und das Floß ist, sagen wir mal, 2 Meter auf 2 Meter. Oder 4 Meter auf 4 Meter. Viel größer ist das Ding doch hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich da so wohl fühlen würde. Ich habe meine Zweifel. Und wenn die dann auch noch Pfeil und Bogen und Keulen haben und damit umgehen können, ich glaube, da würde ich mich echt nicht wohl fühlen. So, also wir bauen wieder am Schiff. Inzwischen habe ich rausgefunden, dass man auch vom Wasser, vom Floß runter kann, während dem Schiff bauen. Ich finde es schön, dass sich das dann tatsächlich auch immer ein bisschen verbessert. Aber warum ich jetzt auf einmal Goldnägel brauche, um irgendwas festzumachen, das verstehe ich nicht so ganz. Aber nachdem ich schon das ein oder andere Rezept gesehen habe, was es ja da noch gibt, kommt ziemlich sicher demnächst, wenn nicht sogar direkt als nächstes, die Anforderung, dass wir Hartholz brauchen. Und wehe, wenn dieser Arbeitsschritt fertig ist, dann sind da nicht irgendwo goldene Nägel zu sehen. Wehe, ich will schon, dass da auch goldene Nägel zu sehen sind. Warum macht man aus Gold überhaupt Nägel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gold ist viel zu weich. Also im Vergleich zu Eisen, warum macht man Goldnägel? Macht keinen Sinn. Ich meine, ja, in der Schmuckherstellung, tralala, alles schön gut, läuft nicht an, oxidiert nicht so schnell, bla bla. Aber Nägel aus Gold? Wofür? Hat jemand eine Idee? Wofür würdet ihr Nägel aus Gold benutzen? Wenn jetzt jemand sagt, um eine Halskette zu reparieren oder zu befestigen. Okay, da müsste ich schon lachen. Wenn jetzt jemand sagen würde, eine Halskette befestigen, müsste ich tatsächlich lachen. Aber nein, dafür macht man keine Goldnägel. Ich bin gegen Goldnägel. Schmelzt das Gold lieber ein und macht einen Undertaker-Barren draus und schenkt's mir. Jetzt brauchst du wieder normale Nägel. Ja, nee. Also 5 Stöcke, 5-mal Nägel und 3 Segel. Oh, die Segel werden spannend. Wo läufst du jetzt hin? Komm jetzt her, du Affe. Die wollen mich doch ärgern, die Affen. Halt, stopp. Ich hab schon wieder vergessen. 5 Stöcke, 5 Nägel und 3 Segel. 5 Stöcke, 5-mal Nägel und 3 Segel. Noch kein Hartholz. Vielleicht kommen wir drum rum. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen. Wir brauchen da bestimmt noch ganz seltsame Dinge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, dass wir nur mit ein paar Nägeln und Holzbrettern da jetzt das Ding bauen. Dann wäre die Hälfte von diesem Fortschrittsbaum total sinnfrei. So, wie viele Nägel habe ich noch? Hier gar keine und hier auch keine. Okay, dann fangen wir doch mal an mit 5-mal Nägel. So, wo ist mein Fertigungsaffe und wo ist sein Fertigungswerkzeug? Hey, Fertigungsaffe. Jetzt läuft er weg. Jetzt läuft er von mir weg. Ich mach dich fertig, Alter. Du, genau du. Du gehst du Kiste, bringst du dahin und du machst du. Gut, prima. 5 Stöcke habe ich schon. Ich nehme jetzt alles an Material mit, was ich irgendwie vielleicht brauchen könnte. Was war's? Dritte? Verdammt, was war's dritte? Ah, 3 Segel. 3 Segel. Das heißt, ich brauche 27 Seile vor 2 provisorische Vorleger. Das heißt, wenn ich davon jetzt 6 Stück mache, dann habe ich die schon mal. Und währenddessen kann ich gucken, ob ich noch Gras habe. Hört sich jemand an, als würde ich zum Kiffen wollen. Oh, fast kein Gras mehr. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Rasen mähen. Wow, jetzt hat es Holz gegeben. Ich hätte jetzt gehofft, es gibt Gras. Macht keinen Sinn, aber. So, Leertaste Rezept wählen. Also, 27 Seile. Oh Gott. Wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ihr macht das schon. Die Hälfte habt ihr schon. Ihr braucht, glaube ich, immer noch mehr Gras. Hier gibt's keins. Oh, doch, da kann ich nochmal was mähen. Aber hier gibt's ganz viel. Oh, da gibt's auch ganz viel komische Viecher. 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 Macht sie fertig. Macht sie fertig. Wir sind zu viert und die sind allein. Bin nur wegen dem Gras hier. Hervorragend. Ihr habt's geschafft. Da muss ich jetzt nur noch 3 Segel machen. Theoretisch müsste jetzt alles da sein. Außer ich habe Mist gebaut. Ich habe Mist gebaut. Genau. Danke für nichts. Also, da brauche ich noch 9 hiervon. Die habe ich vergessen. Was kann man denn eigentlich hier... Ich habe jetzt Weizen angepflanzt. Und was passiert mit dem? Nix. Absolut gar nichts. Das macht doch alles keinen Sinn hier. Ich könnt ausrasten. So, jetzt aber. Baut jetzt diese Kacksegel. Na, also. So, und dann habe ich dabei 4 Goldnägel, 11 Scharniere, 34 Bretter, 7 Nägel, 7 so Stöckchen. Das wird nicht reichen. Dem Spiel wird wieder was einfallen, was ich noch nicht dabei habe. Und
dann guckt man wieder blöd. Aber es macht ja nichts. Wir brauchen ja durchaus auch ein bisschen was zu tun. Es wäre ja auch blöd, wenn wir jetzt hier an einem Abend durchkommen. So, dann habe ich nämlich meine drei Segel. Das ist bestimmt nur der erste Teil vom Segel. Irgendwann muss ich muss bestimmt noch richtige Segel bauen. Boah, ich hoffe mal nicht, dass das so eine Geschichte mit, hey, komm, wir segeln mal 3 Meter. Oh nein, das Boot fällt wieder auseinander. Wir müssen es mit besseren Materialien verbessern oder so. Also wenn es so eine Nummer wird. Also, das wäre frech. Das wäre auch echt smart, aber... frech. Es gibt noch so viele Materialien. Es wird nicht bei den Nägeln und dem Brettern bleiben. Ich kann die Melodie immer noch nicht, aber macht ja nichts. Bin ja nicht hier zum Singen. Das ist ja keine Musik geschrieben. Yeah. Perfekt. Hinzufügen. Fertigen. Boah, das dauert wieder so lang. Leute. Hoffentlich brauche ich jetzt 2 Nägel, 4 Goldnägel und 30 Bretter oder so. Weil ich glaube, das habe ich noch dabei. Mehr nicht. Vielleicht brauche ich ja was ganz anderes. Also es gibt generell 1, 2, 3, 4, 5 Inseln. Warte mal, wie viele Schwierigkeitsgrade gibt es? 5? Ich erkenne ein Muster. Unsere Startinsel ist Schwierigkeitsgrad 1. Die hier ist Schwierigkeitsgrad 2. Die ist Schwierigkeitsgrad 3. Dann wird vermutlich, möglicherweise, die hier Schwierigkeitsgrad 3 sein. 4 und die hier 5. Vielleicht auch andersrum. Aber bestimmt ist eine Schwierigkeitsgrad 4 und eine 5. Habe ich schon verstanden. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Bis man so ein großes Schiff repariert, das dauert halt. Aber es ist schon ein großes Glück, dass man auf einer Insel strandet, in einer Inselgruppe strandet, wo es alles gibt, was man braucht. Gold, Metall und dass man auch alles kann. Ich kann einfach eine Schmiede bauen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich weiß, welche Materialien ich brauche, um ein Schiff zu reparieren. Kann jetzt auch nicht jeder einfach so. Ja, das ist schon ein großes Glück. Sehr, sehr großes Glück. 8 Stöcke, 5 Nägel und... 4 Segel. Ist tatsächlich nicht so schlimm. Alle an Bord. 8 Stöcke, 5 Nägel, 4 Segel. 8 Stöcke, 5 Nägel, 4 Segel. Ich glaube, da müssen wir erst noch an der Metallinsel vorbei. Planänderung. Mein Stöcke sind nicht so das Problem, aber Metall. Wow. Hauptsache 30 Wölfe. Wird doch nur wegen Metall hier. Ich will euch doch gar nichts tun. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für Metall. Vor lauter Wolf-Scheiß. Glaube ich spinn. Irgendwie ist es nicht die Spitzhacke, die ich haben wollte. Okay, das ist ein echt wildes Wildschwein. Aber was will ein Wildschwein denn mich aufhalten? Ich habe ein Gewölbe entdeckt. Gewölbe. Ist bestimmt wieder Zeug und ich habe keinen Platz im Inventar und das ist sehr ungünstig und... Aber ich habe einen Haufen Affen. Warum habe ich jetzt eigentlich ein Gewölbe entdeckt? Ich habe diese ganze Insel doch schon abgelaufen. Ab ins Gewölbe. Wo sind meine Affen? Oh Mann. Hallo, folgt mir. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sie haben es geschafft. Huhu. Boah, zum Glück habe ich so viele Affen. Wobei, es sieht jetzt nicht so aus, als müsste ich da so wahnsinnig viel tun. Okay, du, klopf darauf ein. Und ich stehe dann hier drauf und mache dieses Dingens hier. Und jetzt kommen wieder zu uns, weil wir müssen uns jetzt wehren. Da gibt es nochmal einen Affen. Okay, das war jetzt ein... sehr kleines Gewölbe. Brett. Brett ist gut. Affe. Neuer Affe. Ich habe keine Waffe mehr für meinen Affe. Jetzt habe ich 6 Affen. Ganz wild. Was? Ich kann die... Oh Gott. Ich kann, wenn ich rolle, kann ich über diese Gräben... Erinnert ihr euch noch an das Labyrinth, das wir auf der Insel hier haben? Da waren immer mal wieder so Gräben und ich konnte damit nichts anfangen, weil ich nicht drüber gekommen bin. Weil ich nie ausprobiert habe, ob ich vielleicht drüber springen kann. So, weiß noch jemand, was wir alles brauchen? 8 Stöcke, 8 Nägel und 4 Segel, kann das sein? Kommt schön, ne? 8 Stöcke, 5 Nägel, 4 Segel. Ja, wir machen einfach ein paar Stöcke, ein paar Nägel, ein paar Segel, Das wird schon. Das mit den Segeln wird eventuell schwierig. Da muss ich ganz schön Gras mähen gehen. Da geht's nicht lang. Wo ist mein Floß? Hier bin ich doch an Land gegangen, oder? Da ist es. Hallo, Floß. So, ab nach Hause. Ja, von hier aus geht's ziemlich genau geradeaus. Nein, da ist ein Insel im Weg. Oh Gott. Beidrehen. Ach, dieses dämliche kleine Mini-Eiland. Didi. Didi. Ich kann die Musik nicht mehr hören. Jetzt reicht's mir. Didi. Klock. Ah, perfekt. Perfekt. Also gut, wir brauchen auf jeden Fall Nägel. Machen wir halt mal ein paar.
Du da. Nee, nicht du da. Das ist albern. Es ist dämlich, jetzt den zu nehmen, der noch nicht viel tragen kann, oder? Du nimmst Zeug und legst es dahin. Gut. Du mit der Kochmütze. Dass ich immer weiß, dass das der Koch ist. Du gehst dann dahin und fertigst. Und zwar, bis es fertig ist. Und du bekommst jetzt den Knüppel. Einer Seil. Ich glaube, mit dem Seil ist schon wieder schwierig. Kann das sein? Kann das seilen? Hab halt echt nirgends mehr Seil. Kann ja echt nur einen Witz seilen. Oh nein, keine Plünderung. Ich habe jetzt keine Zeit für Plünderung. Ich habe doch wichtige Dinge zu tun. So, finden wir hier noch Gras in der Gegend? Nee, ne? Im Nachbarwald gucken. Im Nachbarwald. Der ja kein wirklicher Wald mehr ist. Aber da kann ich ja nichts für. Das waren meine Affen. Bin vollkommen unschuldig. Aber das Rasenmähen mit einem Säbel ist auch echt cool. Boah, Junge. Ich wollte doch nur ein bisschen Gras. Jetzt kommt so eine Kackfledermaus. Zählt es eigentlich, wenn meine Affen die Fledermäuse töten? Oder muss ich die tatsächlich töten? Muss bestimmt ich töten. Okay, es fehlt auf jeden Fall mal Gras. Aber ich habe ja. Ich war ja gerade unterwegs und bringe euch Gras. Andere bringen euch Frieden. Ich bringe euch Gras. Muss reichen. Okay, vielleicht brechen wir das jetzt mal ab hier. Ich glaube nämlich, jetzt haben wir genug für die paar Holzstäbe, die wir brauchen. So, 18. Also 8 Nägel, 8 Stöcke und 4 Segel waren es noch, ne? 8 Stöcke, 5 Nägel, 4 Segel. 4 Segel. Dafür brauche ich also... Ach du Schande. 8 mal davon. Ah, das könnte knapp werden. Ich glaube, so viel Fell und Wildschweinpelz habe ich tatsächlich nicht. Dann mal gucken, ob wir jetzt die 8 Segel zusammenkriegen. Wenn nicht, dann hören wir auf. Ich glaube es noch nicht. Aber da haben wir, glaube ich, auch ziemlich viel Gras für gebraucht. Geil, da müssen wir... Müssen wir nochmal Gras mähen gehen. Werdet ihr wohl 4 Segel zusammenkriegen. Warte mal, 4 mal 3 sind 12. Oh oh, es wird an Palmenblättern hängen. Aber hier sind Palmen, die kann man direkt fällen. Echt jetzt? Ich brauche mehr Palmen. Mehr Palmen. Jetzt laufe ich natürlich bestimmt in die Richtung, wo es keine Palmen mehr gibt. Oh, ganz viele Palmen. Sterbt Palmen, sterbt alle, sterbt alle. Palmenblätter kann man auch beim Händler kaufen übrigens. Ja? Gehören wohl eher zu den seltenen Sachen. Okay, also das habe ich, das habe ich. Brauche ich jetzt nur noch Seile. Wie viele Seile habe ich? Ganze 4 Seile. Macht Seile und hier macht ihr 4 Segel. Das wird reichen, das wird gut, das wird reichen. Das wird reichen, muss reichen. Es wird knapp, aber es wird reichen. Dann kann sich keiner beschweren, dass wir hier nicht vorankommen, ne? Weil hier geht's richtig zur Sache. Das erste Segel ist quasi schon fertig. Das wird super. Das wird super. Das wird super. Oh yeah. Also gut, wir nehmen mit Nägel, Stöcke, Bretter, Scharniere, Goldnägel. Die Segel zum letzten Mal für heute. Fahren wir jetzt zum Schiff. Langsam bin ich Profiflöser. Oh, viel zu weit drüben. Nein, nicht schon wieder die kleine Insel. Nein. Es dauert wieder so lange, bis er Fahrt aufnimmt, der Floß. Und das sehen wir. Es dauert natürlich immer länger. Wenn jetzt gleich mein Fertigungswerkzeug kaputt geht, drehe ich durch. Dann werde ich irre. So, was brauche ich für die nächste Stufe? Wieder 4 Segel. Oh nein. Also wieder 4 Segel. Der Rest habe ich tatsächlich dabei gehabt. Spiel. Ich hab dich ausgetrickst. Ich weiß langsam, was du von mir willst. Guck mal, wie schön das jetzt aussieht mit diesen tollen Segeln hier. Aber ich wollte eigentlich in die Richtung ja noch schauen. Weil da ist ja noch irgendwo eine Insel versteckt. Genau. Den muss ich ja noch ein bisschen erforschen hier. Ich bin immer nur hier auf dem Teil unterwegs. Und da war ich noch gar nicht. Dann wissen wir ja, was wir nächstes Mal vorhaben. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder nach Hause. Nach Hause und dann machen wir Feierabend. Also brauche ich wieder 4 Segel. Also muss ich wieder ganz viel Gras anschaffen. Das mit dem Gras ist echt... Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem Überleben auf dieser Insel oder dem Entkommen von den Inseln weitergeht, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, um das nächste Video nicht mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.